Ja, mein Name ist Daniel Schöppe. Ich bin Mitglied des Katastrophenschutzstabes der Stadt Halle-Saale und bin verantwortlich für den Einsatz und das Impfzentrum. Wir sind also jetzt hier in unserem großen Impfzentrum der Stadt Halle und begleiten jetzt den Bürger auf dem virtuellen Wegegang, den ich Ihnen ja kurz beschreiben möchte. Nachdem die Bürger und Bürgerinnen einen Termin haben, müssen sie einen Personalausweis mitbringen. Und wenn möglich schon den unterschriebenen Aufklärungsbogen, Anamnesebogen und die Patienteneinwilligung. Alles kann man sich bereits aus dem Internet runterladen. Sollte das nicht der Fall sein, erhalten Sie hier bei uns im Impfzentrum alle Unterlagen ebenfalls noch einmal zum Durchlesen. Wenn Sie das Impfzentrum betreten, werden Sie bei uns einen Check-in haben. Dort wird nochmal alles überprüft, Ihre Personalien. Man wird Ihre Chipkarte benötigen, beziehungsweise die Angabe der Krankenkasse, und es erfolgt dann eine Registratur. Dort kriegen Sie die Unterlagen, wenn Sie sie nicht schon dabei haben, noch einmal ausgehändigt. Alles, was zur Aufklärung dient, zur Anamnese und Ihre Einwilligungserklärung. Sie können hier bei uns dann im Impfzentrum sich die Zeit nehmen, das dann einzeln nochmal durchzulesen und durchzuarbeiten und nebenbei das Aufklärungsvideo schauen, was also dann parallel läuft. Dann werden Sie bei uns aufgerufen. Von einem Arzt, der begleitet Sie an Ihren Impfplatz und dort wird der Arzt Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Also alles, was bis dahin noch nicht geklärt ist vor der Impfung, kann Ihnen der Arzt und wird Ihnen der Arzt hier vor Ort beantworten. Sind Sie dann soweit für Ihre Impfung bereit, wird der Arzt also hier vor Ort die Impfung vornehmen und anschließend haben Sie die Möglichkeit, also hier noch eine Weile zu verdauen, dass also beispielsweise eine Viertelstunde Verweildauer hier angeboten wird, wenn also irgendwelche Komplikationen auftreten, dass wir hier reagieren können. Bisher sind keine Komplikationen aufgetreten und anschließend werden Sie dann unser Impfzentrum wieder verlassen. Sie checken sich out und ganz wichtig, Sie kriegen am Auschecken gleich einen neuen Impftermin. Denn den Impfstoff, den wir derzeit hier verimpfen, der bedarf einer Zweitimpfung. Also ganz wichtig für Sie, wenn Sie hier rausgehen, haben Sie entweder schon Ihren Zweittermin erhalten oder Sie kriegen hier Ihren Zweittermin. Ja, und dann hoffen wir, dass es Ihnen danach gut geht und wir alle hier gemeinsam die Situation positiv überstehen.